Fast jeder auf diesem Markt in Lagos in Nigeria ist hier, um Stockfisch zu kaufen. Als begehrte Proteinquelle liegt sein Preis bei 65 US-Dollar pro Kilogramm, siebenmal so teuer wie andere beliebte Fische wie Umbeerfisch. Aber in Nigeria kann dieser einzigartige Stockfisch gar nicht produziert werden. Der Fisch kommt aus dem tausende Kilometer entfernten Norwegen, wo ganze Betriebe sich darauf spezialisieren, den Stockfischbedarf in Nigeria abzudecken. 99,9% der Ware geht nach Nigeria. Auf solch einem Trocknungsgestell trocknen Fische im Wert von 500.000 US-Dollar. Da das Angebot aus Norwegen aber unberechenbar ist, schwanken die Preise. Die Verkäufer hier in Nigeria haben keine Kontrolle darüber, wie viel Fisch ankommt. Wie hat der Stockfisch diese Länder also miteinander verbunden? Und warum ist er so teuer? Wir geben unseren Stockfisch hinzu. Der Stockfisch ist in der nigerianischen Küche sehr wichtig. Er gibt dem Gericht eine bestimmte Textur und einen bestimmten Geschmack. Was wichtig ist, wenn man dem Gericht den lokalen Duft oder das lokale Aroma verleihen möchte. Hier ist das Fischerdorf Henningsvær auf den Lofoten in Norwegen. Das ist der ideale Ort, um Stockfisch zu trocknen. Am Anfang des Winters wandert Dorsch hierher. Er wird gefangen, nach Größe sortiert und auf solchen Gestellen aufgehängt. Kopf und Körper werden getrennt aufgehängt. Hier wird es minus 10 bis minus 15 Grad mit kaltem Wind und das Klima ist kalt und trocken. Es ist so kalt, dass es keine Insekten gibt, die den Fisch fressen könnten, aber nicht so kalt, dass der Fisch einfriert. Nach ein paar Wochen ist der Fisch so ausgetrocknet, dass nicht einmal Vögel sich für ihn interessieren. Etwa 4000 Tonnen Stockfisch können auf diesen Gestellen getrocknet werden. Es ist eine Art der Konservierung. Wenn das Wasser weggenommen wird, bleiben etwa 23% übrig. Und das ist ein Weg, die Proteine zu konservieren. Bis der Dorsch im eiskalten Wind völlig zu Stockfisch getrocknet ist, dauert es 3 Monate. Er kann dann bis zu 3 Jahre gelagert werden und deshalb ist er eine sehr wertvolle Ressource. Mit Salz oder künstlichen Trocknern könnte der Dorsch zwar innerhalb einer Woche getrocknet werden, aber die lange Wartezeit lohnt sich. Unternehmen wie das von Nora kaufen frischen Dorsch von den Fischern für 52 Kroner, etwas weniger als 5 US-Dollar. Getrocknet kostet der Fisch etwa 150 Kroner pro Kilogramm, 22 US-Dollar. In Nigeria wird er nicht pro Kilogramm, sondern in 30 Kilogramm Säcken verkauft. Diese Köpfe können nach einer Trocknungszeit von etwa 2 Monaten ins Haus gebracht werden. Und dann pressen wir sie in 30 Kilogramm Jutesäcke. In 12 Meter langen Containern werden sie dann nach Nigeria gebracht. Das Wort Stockfisch hatte in Nigeria bis vor 60 Jahren gar keine Bedeutung. Nachdem im nigerianischen Bürgerkrieg in den späten 60ern mehr als 1 Million Menschen vor allem an Hungersnot starben, änderte sich jedoch alles. Verschiedene Länder schickten Versorgungsgüter nach Nigeria, um die Hungersnot zu bekämpfen. Und Norwegen schickte Stockfisch. Norweger essen den Stockfisch zwar immer noch in Restaurants, aber fast 100% der Ware wird nach Nigeria exportiert. Vor allem zu Hause wird damit gekocht. Im Jahr 2015 importierte Nigeria Stockfisch im Wert von 8,94 Millionen US-Dollar aus Norwegen. Das hier ist Dorsch aus Norwegen. Es ist nicht schwer, den importierten Stockfisch zu verkaufen. Wir verkaufen so viel, wie wir bekommen. Nonso ist ein Stockfischhändler. Er ist seit 20 Jahren im Geschäft, begann mit dem Verkauf und heute kümmert er sich direkt um den Import. Er verkauft seinen Stockfisch auf dem Otto White Sand Market in Lagos in Nigeria.
Es gibt verschiedene Arten von Stockfisch. Einmal gibt es den Kopf und auch davon gibt es drei Sorten. Es gibt den Kopf mit Kiefer und den ohne Kiefer. Es gibt auch verschiedene Kopfarten. Weil es so viele Unterschiede gibt, variieren auch die Preise. Es gibt zwei Arten von Fisch, einmal mit Haut und einmal ohne Haut. Abgesehen davon gibt es noch den langen Körper. Der Körper ist auch teurer. Selbst beim Körper gibt es bis zu vier verschiedene Arten. Durch das heiße, feuchte Klima ist es unmöglich, hier Stockfisch zu trocknen. Der Import ist also die einzige Option. Es dauert 6 Wochen, bis der Stockfisch aus Norwegen zu Nonso gelangt. Ein Sack Fisch kostet hier über 500 US-Dollar. Das sind über 300.000 Naira. Der lange Körper kostet hier bis zu 800 oder 900.000, das sind fast 1.000 US-Dollar oder mehr. Aber schon morgen werden diese Preise anders sein. Die Preise schwanken je nach Saison. Sie werden in US-Dollar festgelegt, denn der Dollar ist praktischer als die norwegischen Krone. Die Preise hängen vom Naira zu Dollar-Wechselkurs des jeweiligen Tages ab. Selbst hier gibt es trotzdem zwei verschiedene Wechselkurse. Der offizielle Wechselkurs der Zentralbank in Nigeria und der Kurs auf dem Schwarzmarkt. Der Wechselkurs auf dem Schwarzmarkt ist zwar inoffiziell, gibt aber oft ein besseres Bild der Marktbedingungen ab. Die meisten hier entscheiden sich für den Schwarzmarkt, denn auf den Dollar kann man monatelang warten. In Nigeria sind diese beiden Wechselkurse sehr unterschiedlich. Welchen Kurs man für den Verkauf von Stockfisch auswählt, kann entscheidend für das Unternehmen sein. Das ist eine große Herausforderung für die Unternehmen hier. Die Beschränkung des Zugangs zum Dollar. Zwischen den beiden Wechselkursen liegen über 100 Dollar. Das ist viel Geld und eine Herausforderung für das Geschäft. Außerdem wird es für die Kunden teurer, es ist also sehr schwierig. Momentan ist unsere einzige Option, damit umzugehen, denn das Geschäft muss weiterlaufen. Seit 2021 steht Stockfisch auf einer Liste von über 40 Produkten der nigerianischen Regierung mit dem Ziel, den lokalen Fischfang zu fördern. Importeure müssen diese Produkte in US-Dollar kaufen, nicht in umgerechneten Mengen Naira. Das macht den Stockfischhandel für Nonso noch schwieriger. Vor 15 Jahren hat ein Container Stockfisch etwa 7 oder 8 Millionen Naira gekostet. Aber heute ist ein Container Stockfisch zwischen 75.000 und 80.000 Dollar wert. Im jetzigen Wechselkurs im Schwarzmarkt sind das zwischen 40 und 50 Millionen. Viele haben den Handel verlassen, weil es so schwierig ist, über die Wechselkurse der Zentralbank auf Fremdwährungen zuzugreifen. Durch die steigenden Energiepreise ist auch die Produktion in Norwegen teurer geworden. Das spiegelt sich auch in den Endpreisen hier auf dem Markt wider. Die Leute kaufen das, was sie sich auch leisten können. Wir haben deshalb eine neue Methode eingeführt. Anstatt den Fisch auf dem Markt verrotten zu lassen, schneiden wir ihn in kleine Stücke. Wenn sie auf dem Markt herumlaufen, werden sie Leute sehen, die den Stockfisch in Stücke hacken, die Leute sich leisten können. Ich kann keinen bestimmten Zeitrahmen dafür festlegen, wie lange ich schon Stockfisch koche. Ich bin mit Stockfisch aufgewachsen. Ich habe gelernt, wie man Stockfisch in den lokalen Gerichten und Delikatessen verwendet, besonders in unseren Suppen und Eintöpfen. Das ist unser Seafood Okra. In all seiner Schönheit. Wie lecker das aussieht. Zuerst isst man mit den Augen. Dieser Ausbruch von Eindrücken, der Geschmack, alles vereint sich zu diesem wunderbaren Aroma. In Norwegen darf der nigerianische Markt nicht verloren werden, er ist zu wichtig.
Es ist lustig, denn wir haben versucht, diese Produkte auch in anderen Ländern zu verkaufen. Immer wieder denken wir, endlich hätten wir einen neuen Markt gefunden. Dann stellt sich heraus, dass es einfach die Nigerianer sind, die in den Niederlanden leben oder in England oder den USA. Es sind immer die Nigerianer, die das gerne mögen.